Gym, bin 21 Jahre alt, ich komme aus Meran und ich studiere da in Innsbruck Mechatronik. Also nebenher mache ich meine eigene Mode, das habe ich vor ungefähr 3 Jahren angefangen. Und seitdem mache ich hauptsächlich Mäntel, Hosen, Taschen und alles Mögliche. Vor circa 3-4 Jahren, wenn der ganze Hype angefangen hat mit Turnbeutel, wie jeder weiß, der ganze Hipster-Trend, wollte ich natürlich auch so einen Turnbeutel haben. Bin leider auf der Suche nach einem gescheitert. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein und das kann nicht so schwer sein, einen selber zu machen. Da habe ich mich mal an die Nähmaschine gesetzt. Den ersten habe ich nicht mehr. Die ersten paar habe ich weggeschmissen, weil sie einfach so brutal ausgeschaut haben. Da sind sie nachher besser geworden und dann hatten sie eigentlich keinen Ton legen. Also da haben wir ein paar extravagante Stücke aus meinem Repertoire. Das ist ein Wollmantel mit ein bisschen extravaganten Muster drauf. Das sind den Stoff von dem Stoffladen entdeckt und dann ihn einfach kaufen müsst, weil er so auffällig ist und das ist so ein bisschen mein Ding. Den gleichen Stoff habe ich dann eine Weste gemacht mit Pflanzen zu. Das ist aber eher was für den Frühling. Ziemlich leicht, luftig. Die zwei Stücke sind letzten Winter entstanden. Da haben wir einmal die Bomberjacke, die gesteppte in schwarz. Ist auch ziemlich warm, Bomberjacken sind allerweil auch ziemlich im Trend. Das Stück ist eins von meinen ersten gewesen. Da habe ich auch noch einen Möbelbezugsstoff verwendet. Und das war das zweite Kleidungsstück, was ich je gemacht habe. Deswegen liegt mir die Jacke auch ziemlich am Herzen. Und die habe ich auch selber ein paar Mal getragen. Da haben wir einen Beutel. Mit dem Beutel hat alles angefangen. Also meine Schneiderei. Die Vorgänger von denen haben bei weitem nicht so ausgeschaut. Die waren nicht wirklich tragbar. Aber mittlerweile schauen sie so aus. Und ich denke, sowas lässt sich schon tragen. Es geht seit circa 8 Jahren und durch Skaten bin ich eigentlich erst so ein bisschen in die Modewelt reingekommen. Wie jeder weiß, Skater haben so ein bisschen ihre eigene Modewelt. Einen typischen Look und einen typischen Style eben. Da hat es eigentlich so richtig angefangen, mein Interesse an der Mode. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen immer zu experimentieren mit meinen eigenen Outfits und Looks. Und das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, bis ich mich richtig in die Mode verliebt habe. Manchmal ein paar Stücke für mich sein mehr extrem exzentrisch wie andere. Aber so der Grundton ist eigentlich allem so eine Eleganz mit Street-Style kombiniert. Also meine Inspiration nehme ich eigentlich aus ganz alltäglichen Sachen. Ich finde, mein kreativer Input ist eigentlich alles, was ich so untertags erlebe, was ich sehe, Menschen auf der Straße, ganz alltägliche Sachen. Und das fließt alles zusammen und das sprießt halt dann eine Idee.